Wir haben leider nichts anderes. Human Fall Flat hast du nicht, ne? Mhm. Leider nicht. Hab ich das mal gekauft, ja, ne? Junge, das hat mich so aggressiv gemacht, als wir das gespielt haben. Das Spiel. Jeden Samstag Gangbeast mit der Gang, das war heute schon schwer genug, die Leute zusammen zu trommeln. Tabletop habe ich auch. Warte mal, bevor wir spielen, hast du Phasmo schon mal gezockt? Ja, aber hast du richtig gespielt oder hast du einfach rumgetrollt und den Namen gerufen und so? Okay. Was sagst du? Nochmal. Nein, du. Ob du richtig gespielt hast. Secret Hitler ist so gut. Ich glaube, das haben wir mal. Habe ich das nicht auch mal on-stream gezockt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das mal gespielt habe, Alter. Und das hat mich alles übertrieben aggressiv gemacht, Junge. Habe ich das überhaupt? Warte mal, Table. Habe ich gar nicht. Ist das auf Steam? Habe ich nicht. Warum habe ich das nicht? Ich habe Hand Simulator. Warum habe ich denn das nicht? Wer ist denn das? Was macht dich nicht aggressiv? Ruhe, Oma. Du machst mich aggressiv. 20 Euro kostet, Alter. Du spinnen die. Nicht gestreamt. Human Fall Flat. Das glaube ich auch ein 20. Aber wir haben schon durchgespielt. Wir spielen da diese Community-Maps gerade. So die einen, keine Ahnung, kannst du 5, 6, 7 Maps spielen und danach ist das Spiel irgendwie so. Ja. Ja. Eigentlich immer das Gleiche. Bei Phasmo ja auch, aber bei Phasmo hast du halt diesen, ich hab Angst. Solo-Runden kann ich nicht, das ist ganz schlimm. Wann ist Dings Battlefield? Nächsten Freitag, ne? Wenn man welche Version kauft? Ah. Ja, ich habe da damals auch Call of Duty gezogen mit Cooper und so. Ich meine, ich war absolut krass da drin, ne? Da sind einige Clips zustande gekommen, wie abgeskillt ich hab, Junge. Aber das ist ja wieder was ganz anderes. Call of Duty, was wir gezockt haben, war ja auf so einer kleinen Map. Das ist ja so eher so ein bisschen Open World, größere Map. Mit Hubschraubern und so ein Shit, ne? Ja, ich werde snipen wie ein Armer. Vielleicht kann ich das noch. Warum? Ja, ist ja nicht schlimm, schießt die raus. Macht Rakim Streamern? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oma, warum lachen sie? Ich hab damals Legendenclips da gemacht in Call of Duty. Guck mal, die Oma lacht, ne? Ich war Global Elite mit 112 Games in Counter-Strike. Ja, in CSGO. Ja, ich bin nicht schlecht. Ja, war We Together Heaven, Junge. Da haben wir nur mit dem Bobba reingespielt, Alter. Ich wechsle sofort hier alles. Warte mal, Rakim spielt mit, ne? Zurück. Dann schicke ich schon mal den Code rein. Ausmachen. VOD hört auch wieder. Multiplayer. Wir werden ja sehen. Ich meine, wir haben eh nichts im Spielen. Ehrlich nicht. Wir haben absolut nichts. Also entweder zocke ich irgendwelche Trash-Games oder irgendwas, was verfügbar ist. Oder guck mir irgendwelche anderen Sachen an. Oder muss darauf warten, bis GTA Live da irgendwie fertig wird und da mehr als 11 Leute spielen. Ich habe vorhin mal geguckt. Werd das jetzt mal im Auge behalten. Und so um 18 Uhr ungefähr waren da 11 Leute drauf nur. Leider. Ich mach das schon.
Ich habe keinen Stress damit. Aber HFF für Denver und Rakim per Discord gesendet? Nein, 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 nein. Woher hast du denn die ganzen Keys immer? Der Arbeit, dem gehört MMOGA oder sowas. Arbeitest du bei MMOGA oder so? Oder hast du die jetzt extra gekauft, Spice? Weil wir haben gerade gesagt, du kannst, HFF? Du kannst Dings. HFF? Du machst da 5, 6 Maps und so und dann wird das eigentlich relativ langweilig. Außer man trollt sich die ganze Zeit. Die Spicy hat euch jetzt anscheinend Dings geholt. Ingame Voice Off. Ja, müssen wir. Rede mal Ingame. Du musst das einstellen, ne? Muss nochmal rausgehen. Mal rausgehen. FT bei Lord. Schlimmer als Bio 4 kannst du ja nicht werden. Geh ich ja nochmal raus, da. Verlassen. War Bio 4 Call of Duty? Ich weiß das nicht. Was heißt denn schlimm? Das hat doch voll Bock gemacht, Alter. Eigentlich nicht. Schon, eigentlich war das voll kacke auf den kleinen Maps immer. Was denn? Wolfit wäre aber auch lustig. Hast du schon den neuen Spuren gefolgt? Nee, mach ich mal. Test. Denn hier? Wieso? Oh mein Gott. Oh. Call of Duty war auf so einer kleinen Map und das war eher... Nee. Battlefield sieht da schon interessanter aus. Wir haben schon mal Battlefield gezockt, weißt du noch, Demba? Ja, Battlefield ist ja Battlefield mit Kampf. Und da habe ich gesniped, Junge, und da habe ich richtig abrasiert. Bisschen. Die Frage ist, der erkennt mein Mikrofon, ne? Aber der... Du musst auf Dauersend machen, anstatt auf Dings. Spracherkennung. Ja, für Gegner war gut. Komm, One-on-One, Da Vinci, CSGO, ich installiere wieder. Test. Morgen. Lass machen. Ah, ne, morgen ist Dienstag. Gib uns ein Zeichen. Fuck, ja, Donnerstag ist schon D&D, ne? Ich muss voll viele Sachen noch machen dafür. Ganz ein Overlays-Ding nachstellen. Spracherkennung. Hallo, Test. Muss ich das in Steam einstellen, das Mikrofon? Ich hab... Game, glaube ich. Jungs, die Spicy, ich weiß nicht, woher die jetzt, ob die das jetzt gekauft hat. Kann ich nicht sagen. Aber die hat Human Fall Flat Keys für euch. Hier. Oi, dankeschön, Spicy. Dankeschön, Spicy. Human Fall Flat habe ich, glaube ich. Hast Eule. Du? Ja, warte mal. Ich weiß nicht, woher die Spicy die Keys nimmt, Alter. Also ich habe Human Fall Flat noch, habe ich. Das könnte jemand anders dann nehmen von den Leuten hier, die das nicht haben. Wir hatten das nicht. Ich hab das nicht. Hä, hey, was fliegen denn da für Laserpunkte über den Bildschirm? Dankeschön, Spicy. Was für Laserpunkte? Dankeschön. Wer ist denn der hier? Ach, Rakim. Red mal in-game, Rakim. Hallo. Okay. Funktioniert das? Mach Nummer. Hallo. Ja, ich hab das Mikrofon, was ich im Dings eingestellt hab. Hast du auch die richtige Taste ausgewählt und so? Nee, ist für Spracherkennung. Nee, bei mir, ich hab mit Push-to-Talk. Du kannst auch Push-to-Talk machen. Ja, warte, die Maske hast du noch nicht gesehen? Ich würde daran gruselig sein. Komm mal nicht so nah, du machst. Wir sollen mal Jumpscares hier einbauen, Junge. Oh, bist du laut? Ich mach dich erstmal auf 0%, warte. Echt? Ja, man kann ja... Bin ich laut! Hab dich schon leiser gemacht, hast du spät. Anderes Sprache. Hat deine Freundin eigentlich noch auf Nifty? Ja. Echt? Mhm. Ist noch was los? Ich glaub, so drei andere Leute laufen da rum oder so. Nee, keine Ahnung, also ein paar Leute. Reicht ja, um die anzufahren. Oder da machst du nichts, Alter. Man musste das irgendwie auch über Steam einstellen. Ich würd mir ja Sektor angucken, aber ich mag die Map ehrlich nicht, Alter. Ich mag die Map einfach nicht. Machst du dir halt selbst Ambient Sounds rein? Ja, du hast halt die ganze Zeit dieses Meeresrauschen, weil da... Und es gibt halt keine Ambient Sounds. Und ich mag die Map halt einfach nicht. Ich mag sie nicht. Ich habe mir Videos angeguckt, ich kann mich damit nicht anfreunden. Gefällt mir einfach nicht. Okay, ich muss mal, glaube ich, Steam neu starten. Okay. Spicy hat Cousin in Russland, der hat da so ein Ding mit Kreditkarte. Ach, jetzt sehe ich nicht, Junge. Der hofft zu schwitzen. Das Mikro muss das Mikro sein im Spiel, was normal auch im System eingestellt ist. Für den, der gerade schaut. Denver. Hallo. Ja, das habe ich, glaube ich, gerade eingestellt. Mila! Was kann man denn noch so spielen? So Tabletop? Tabletop. Irgendwelche Story-Games, die empfehlenswert sind, außer Red Dead Redemption, weil da bin ich irgendwo bei 60% gewesen, Alter, und da will ich ungern nochmal von neu anfangen. Boah. Und ich glaube nicht, dass mein Speicherdings gespeichert wurde. Das suche ich halt auch gerade. Uno.
Gibt es eigentlich so eine Art Monopoly, so was man am Wochenende mal zocken kann mit mehreren? Ja, ja, gibt's alles auf jeden Fall. Ja, aber dieses Monopoly auf Steam war erstens voll teuer und zweitens hat immer gecrashed, hatte irgendeiner gemeint mal. Ein Tabletop kannst du Monopoly spielen. Ein Tabletop gibt es alles. Irgendwelche coolen Story-Games, Alter. Ich mal GTA 5 zocken, aber ist auch langweilig. FIFA. Ich hab's neulich angefangen. FIFA. Da gibt's auch doch, ich spiel oft Phasmo mittlerweile, weil ich halt nichts anderes gerade hab. Also muss ich auf das zurückgreifen, was ich habe. Witcher 3. Witcher habe ich mal installiert und da hatte ich irgendwelche Probleme mit. Aber lohnt sich Witcher? Boah, ist übel geil. Ja? Folgt einfach das neue Age of Empires. Mir hat's richtig Spaß gemacht. Ich hab's auf PlayStation. Was ist denn mit diesem Skyrim, Alter? Das sah gut aus. Da musst du auch dodgen, so wie in New World. Omega 0 New World. Mir gefällt das Kampfsystem von Skyrim nicht. Das wird voll schnell langweilig, weil du nur links klickst die ganze Zeit. Skyrim. Operation Tango ist geil. Das kannst du wieder zu spielen. Was ist denn das? Hallo? Operation Tango klingt nach einem Kriegsspiel. Hört man mich doppelt? Mich hat einer angeschrieben von Steam, der hat so ein Horror-Game released. Irgendwas mit Zweiter Weltkrieg-Horror-Game. Sag nur mal was? Ja, bin ich gerade aus Versehen raus, warte. Ach so. Wir könnten ja mal wieder Identity spielen. Skyrim erst mal 3 Wochen Mod, bevor du spielen kannst. Gibt's da so viele Mods für? Ja, und dann macht's auch erst richtig Spaß, wenn du das moddest. Hallo? Nee, man hört dich nicht. Du hast falsch eingestellt. Geh mal an die Einstellungen. Hier an dem Brett da oder wo in der Lobby oder oben ist das hier, ich weiß nicht. Muss wieder raus. So, Einstellungen. Ich will einfach bei paar Tage und dann kannst du immer noch schauen, sein. Was da muss man gucken. Ja, ja, sowieso. Optionen, Steuerung, lokales Push-to-Talk. Geheimagentenspiel. Ja, bei lokales habe ich zum Beispiel habe ich das auf Alt gelegt, das ist, wenn du neben einem stehst, und globales ist das Walkie-Talkie, habe ich mir auf V gemacht. Welches Mikro hast du eingestellt, denn, fragt jemand. Ja, das, was im System ist, was der schon gesagt hat. Wird halt einfach mal mit Push-to-Talk funktionieren. Ja, Push-to-Talk probiere ich jetzt aus. Hallo, hallo? Ja, jetzt, warte mal. Nochmal? Hallo, hallo, hallo. Okay, man hört dich. Jetzt drück mal V dabei, geht das hier auch schon? Was denn? Also nur mit dem Walkie-Talkie? Nee, so? Nee, mit V geht das also, nicht. Geht warte mal, nicht. Also du sagst, aber habe ich überhaupt noch Kohle, Alter? Nicht mehr viel. Wir haben ja gestern wieder, haben wir gestern gespielt? Ich hab 1000 Dollar. Haben wir gestern gespielt? Ja, wir haben gestern gespielt mit Mila und schon so. Wieder nur auf die Fresse bekommen, Alter. Ja, weil der Johnny dann ganze gesagt hat, der ja, spawnt da. Also du hast schon mal gespielt, ja, du bist 35. Dann hau mal ein paar Sachen rein, Demba. Bitte. Okay, was denn? Ja, Thermometer kaufe ich mal 3, davon kaufe ich 1. Kerze? Feuerzeug? Mach einfach auf alles hinzufügen. Ich habe gerade alles hinzugefügt. Einmal gucken, ob das genug ist, weil wir brauchen noch nicht so viel. Ach, benutze ich. Oh mein Gott. Das okay, was soll ich noch kaufen? Weiß ich nicht. Das ist der Tryhard, ja. Ich bin kein Tryhard, Junge. Taschen, Scheiße. Dots-Projektor, was ist das? Das ist neu. Das legst du so am Bogen. Sollen wir erstmal eine Profi-Runde nur machen? Weil das ist easy. Ja. Mach wie du willst. Was für eine Map wollt ihr? Ein normales Haus oder so ein altes? Keine Ahnung von dem Spiel, mach irgendwas. Ich glaube, Graft und Farmers haben wir schon nicht mehr gespielt. Wir machen erstmal Profi, damit Demba einmal kurz reinkommt. Dann machen wir Albtraum. Und Teamspeak Minuten gleich dann, ne? Ja. Geil, einkacken. Crisis? Gibt's da von 9 Teil? Das war Crisis nochmal. Ich muss irgendwie an 4 denken. Das hab ich mal gezockt. Das war cool. 4 war geil, ja. 4 war geil, da konntest du so ein Dings machen. Oh ja, ich muss ja noch auf Breit. Nee, aber Remastered. Ich werde auf jeden Fall San Andreas die Story durchspielen, Remastered. Das wird wahrscheinlich vor der Cash Grab leider. Meinst du? Ja, oh, die Trailer sehen nicht besonders aus. Egal, San Andreas Story geht immer so nach 10 Jahren mal wieder. Einmal im Jahr spiele ich das. San Andreas und Vice City will ich mal wieder spielen. Das, ja, Vice City auch, Alter. Klar streame ich das dann. Oder ich nehme gerade alles, was ich kriegen kann, ehrlich. Entweder das oder Dodge. RP tötet. GTA 3 ist auch drin, ist auch nicht schlecht gewesen. Nein, GTA 3 nicht unbedingt. Aber Vice City und San Andreas auf jeden Fall. Habe ich auch richtig Bock drauf zu zocken. Weil die Story war so unfassbar gut. Ballad of Gay Tony hat, war ja GTA 4. Weil das erste Addon dafür. Wo seid ihr, meine Freunde? Komm, 90%. Hab ich aber auch gezockt. Auch diese Lost MC-Dings hab ich gezockt. Ich bin mit GTA bin ich aufgewachsen.
Das waren meine Spiele, Alter. Ich hab das schon gespielt, wo die Sicht noch von oben war. London und so Kack. Vice City. Hallo, gibt die Geister? Vice City war echt geil, Alter. Aber in Vice City gab es eine Mission, die unfassbar schwer für mich war, als ich klein war. Die mit dem Helikopter. Geister sehen. Nicht trollen, Denver. Lass richtig spielen. Siehste? Okay, Funken geht. Ach fuck, ich hab ja die Probleme hier, ne? Egal. Barbara Taylor, wir brauchen Salz, die muss durch Salz laufen, Bewegungssensor haben wir auch. Und wir müssen entkommen, wenn die jagt. Ich nehme Handy mit und Fotokamera. Ich geh, komm mal, schon mal kurz rein und versuche hier mit der zu quatschen. Die könnt schon mal ein paar Sachen vor die Tür legen, wenn ihr wollt. SAMP. Boah, Bruder. Heli-Mission mit Bombenrober. Ja, Mann, das war. Bist du hier? Wir haben Denver Knutsch dabei. Bist du hier? Oh, bist du? Ich schwör, ich will da nicht reingehen. Mein Gott, Junge, hör auf zu funkeln! Hey, ich funke doch gar nicht. Wo bist du? Hier ist Nebel. Denver? Warum höre ich den? Was sollen wir da hinlegen? Ja? Hä? Denver, wo bist du? Ich bin vor der Tür. Also ich leg Sachen dahin. Warum höre ich dich und du mich nicht? I don't know. Bist du hier? Wo? Bist du hier? Okay, wir haben Geisterbox. Und die ist hier in dem großen Ding hier. Vor uns direkt. Unter J kannst du eintragen, immer, ne? Geisterbox. Die hat das Telefon angerührt, wo ist das? Arma 3, nee, Mann. Keine Fingerabdrücke. Hier spukt. Oh, wo ist der Klavier? Klavier. Hier rechts, ne? Keine Fingerabdrücke. Ja. Das ist ja ekelig. Wer atmet mich hier an? Haben wir einen Bewegungssensor bei? Weiß nicht. Oh, nein. Rein, boah, da, keine Angst. Nee, ich such grad die Geisterbox. Was willst du mit der? Ich hab schon mit der geredet. Ich dachte, die muss auch in diesem Buch reinschreiben, vielleicht. Wir müssen reingehen und den Stromer machen. Kommt er mit rein oder bleibt jetzt die ganze Zeit hier? Komm, wir machen. Ja, jetzt können wir zusammen rein. Ja, ja, erzähl nicht, Junge, komm rein. Wir müssen den Stromapparat finden. Wir müssen Licht anmachen. Und die hat irgendwo Wasser angemacht. Schnell fotografieren. Wasser in der Küche. Wasser ist teuer, ne? Schnell fotografieren. Wenn einer Dings sieht, den Knochen Bescheid sagen. Wer schnauft mich denn hier an? Keiner. Das ist aber eklig. Nee, das war mit auffällig jetzt. Dann war das der Geist. Ach ja, Denver, wenn die jagt, ne? Ja. Alles ausmachen, so Taschenlampe und sowas und verstecken. Okay. Licht ist an, wir können im Flur und so Licht anmachen. Subnautic habe ich zugeguckt bei E-Guy, Alter, hat's auch cool aus. Also chillig, aber... Jetzt sowas mit Storys haben. Oh, das ist gut. Licht ist gut. Hier ist es ein Fliegenfalle. Nicht so viel Licht anmachen. Und Küche noch. Es hat schon wieder hell gemacht. Echt? Ja. Immer wenn ich hier bin. Haben wir Salz noch vor der Tür? Also das Telefon jetzt. Geh was holen, kein Problem. Hat das geklingelt schon wieder? Nee, aber ich dachte, du brauchst das. Ach, warte mal, das Salz ist leer. Blöd. Ich geh was holen, kein Thema. Na komm, jetzt hab keine Angst, Junge. Das ist Profi, das ist noch voll easy. Wir gehen gleich auf Albtraum, Junge. Salz holen. Wir brauchen Salz. Nee, ja, gib mir mal das Salz. Nee, das ist Salz. Komm mal mit, Denver Knutsch. Ja, bin auf dem Weg.
Bye-bye, MDK. Hier im Küche ist kalt. Wie kalt? Minus? 3 Grad. Okay. Ich glaube, die ist nämlich in der Küche. Das sehen wir gleich am Salz. Dann ist das ein weiblicher Geist. Es hat schon wieder... Junge. Ich glaube, die will mich. Mhm. Es gibt Geister, die sich nur auf eine Person fixieren, ne? Ja, dann bin ich aber raus. Ja, am kältesten ist... Guck mal in das Salz, ob ihr irgendwo gleich Fußabdrücke seht. Okay. Dann wissen wir ungefähr, wo die lang rennt. Die gute Barbara. Baba Ganoush. Hä? Telefon? Telefon? Ich höre Schritte. Hier ist Fußabdruck. Oh. Im Salz. Ja, ja, die rennt in der Küche rein. Ja, dann kann die auch da drin bleiben, ne? Komm, wir gehen mal ein Thermometer holen. Oder ich geh ins Wild. So, mal heißt es, das Game ist auch mega gut und hat eine gute Story. Komm, ich hab den Thermomix. Du kannst auch mal was machen, Dämmer, ne? Ja, ich soll, hab gehört, ich soll Kerzen aufstellen. Ihr könnt mal bitte ins Haus kommen, damit ich nicht alleine bin. Das wäre super lieb. Ja, ja, ich bin ja da. 6 Grad. Ah, die ist in der Küche. Okay. Schreib ins Buch! Bitte. Bitte. Eins, die ist in der Küche. Schreib ins Buch, bitte. Ja, Dämmer ist tot. Wo ist Rakim? Rakim? Hey, jetzt sag nicht dir mich. Was machst du denn da? Hallo? Mitspielen? Ich bin tot. Junge, er ist einfach AFK. Er geht einfach AFK. Demba? Demba Knutsch? Ja? Ich bin tot. Ja, ich auch. Ihr habt mich gebechbert. Und Rakim ist AFK. Die ist über den Boden gekrabbelt, ne? Ja, und Rakim ist, glaube ich, der am Buch. Der liest den Strom ab, glaube ich. Der kommt gleich wieder, Junge, alle tot. Der hat andere Job als wir. Oh mein Gott, so viel Geld wieder verloren. Boah, hast du gehört, dass einer mit dem Motorrad hier vorbeigefahren? Wieso? Was steht denn da drauf? 18,2. 20. 15. Was ist mit dem? Der hat da locker eine Nebenquest angenommen, Junge. Der muss da bestimmt hier nur einen Strom abzählen oder so. Ja. Ist der seine 17 Katzen füttern, oder was? Ich weiß nicht. Oder wir sind wegen dir gestorben. Der kommt jetzt gleich, sagt so, Metal, Leute, es geht. Und alle zu. Wir haben einen Hinweis, ne? Das war's. Ein Himbeereis? Ja, ein Himbeereis. Okay. Als Geist kann die uns ja jetzt nichts mehr tun, ne? Nee, aber wir können die sehen, wenn die jagt. Aber wenn ja, wir... Wenn der hier die ganze Zeit jetzt AFK rumsteht... Die mag das wohl nicht, wenn man in die Küche geht.
Ich hab meine Schwester auch nicht, krieg ich auch mal Ärger. Guck mal, die rennt hier rum irgendwo. Was ist denn mit dem, Alter? Man kann doch Sachen jetzt hier rumschmeißen, oder nicht? Ja, so Tasten und so, aber man erschreckt sich da nicht. Hier, willst du einen Schluck Bier? Ja. Prösterchen! Warte. Prösterchen! Vielleicht wird er ja jetzt wach. Avada Kedavra! Ja, Bruder, rein da in die Pommes. Hallo? Ja. Jetzt wird er erstmal unsere Leichen finden. Der wird jetzt sterben, Alter. Weil der das Licht nicht anmachen geht. Und tschüss, tot ist er. Kommt. Ja klar kommt die. Guck mal, wo der sich versteckt. Oh, guck mal, wo die kommt. Guck mal, wie die Dose anguckt. Oh, die hat wahrscheinlich Kontaktlinse verloren, sonst wird die nicht im Boden krabbeln, Junge. Oh, da ist sie. Frieda! Hier entlang! Was macht die denn da? Die sucht ihre Kontaktlinse, Junge. Oh, Rakim, das ist gefährlich, was du tust. Oha, er hat überlebt. Er muss das Licht wieder anmachen. Was macht der da? So laufe ich auch immer durch die Bude. Yo, MTV Crips, das ist meine Hood. Der sucht elektrische Spannungen. Die jagt schon wieder. Oh. Oh, sie kommt. Oh, sie ist fucking fast. Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Verfolgt den. Ja, der ist tot. Und tschüss. Hä, ist jetzt einfach durch die Wand geskirtet? Oh ja. Ach, das waren 1000 Dollar oder so. Jo. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Hast du den Stromzähler, hast du Strom gezählt oder was? Nö, ich habe gesucht, ob irgendwas da Hinweis. Ich habe keine Ahnung von dem Game, wie gesagt. Nee, du warst locker 10 Minuten AFK. Ja, da war ich AFK, das stimmt. Ich dachte, du meinst, was ich jetzt da drinnen gemacht habe. Achso, okay, nee, hast, da drin warte ist, mal. Nee. Warte mal. Hast du irgendwelche Fragen, was du machen sollst? Wenn so etwas passiert wie gerade. Das Erste, was du eigentlich machst, ist, du suchst wieder den Stromkasten und machst das Licht wieder an. Damit die Bude sich aufheizt, damit du mit dem Thermodings gucken kannst, wo es kalt ist. Dann guckst du nach dem Raum, haben wir ja Küche und da legst du dann ein Buch und so hin. Und bla bla bla. So was musst du halt machen. Und dann musst du auf Hinweise gucken. Dann guckst du, ob es da kalt ist, ist es nicht. Geisterbox hat mal eingetragen. Dann nimmst du, dann wartest du da, bis der Geist irgendwas bewegt. Vielleicht guckst mit Fingerabdrücke. Wenn er das auch nicht ist, dann weißt du schon mal Bescheid. Dann guckst du im Salz, wo die so ungefähr langläuft immer. Und wenn die Jagd halt alles ausmachen und so weit wie möglich wegrennen. Nicht einfach in die nächste Ecke. So direkt nach oben alles ausmachen und direkt abhauen. Bin ich auch, aber die ist mir hinterher. Ja, ja, klar, wenn die dich sieht, jagt die dich so. Dann musst du halt die Tür hinter dir zumachen, alles so. Und dich hinter Dings verstecken. Hinter einem Schreibtisch oder so ein Scheiß. Okay, okay, okay. Oder du zündest, während die dich jagt, zündest du ein Räucherstäbchen. Was? Können wir da versuchen, Heilmittel gegen AIDS zu finden? Das ist einfacher als das Spiel irgendwie. Wir haben keine Items, ne? Sag, wie es ist. Ich kann welche kaufen. Hier ist doch jede Menge. Ich hab jetzt auch wieder Sachen reingemacht. Ich habe 2000 Dollar. 2400. Ja, ja, der. Was soll ich kaufen? Stativ brauchen wir nicht. Haben wir Salz, haben wir. Den Pin kann ich im Eimer kaufen. Bewegungssensor, soll ich den kaufen? Ja, kannst du. Kauf. Jetzt ist was scheiße. Soll man nur mal eine Schwierigkeitsstufe runtergehen? Ja. Ja, aber eigentlich ist Profi auch nicht schwer.
Okay, du spielst halt nur mit Mila normalerweise, ne? Okay, wir machen mal fortgeschritten, scheiß drauf. Okay. Ist aber trotzdem der gleiche Geist, ne? Also, ja. Ist trotzdem das gleiche Verhalten. Okay. Nur, dass wir ein bisschen länger haben und der nicht so lange jagt. Auf Albtraum kriegst du zum Beispiel immer nur 2 Hinweise, musst den dritten erraten. Oha. Mhm. Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Bereit. Oha. Take a look at ja, wenn du mit Mina spielst, brauchst du Ausbildung, Alter. Weil die rennt da alleine rein, der ist das scheißegal. Wir haben nur noch große Taschenlampen. Okay, ihr tragt ein paar Sachen nach vorne, ich guck, ob die redet. Oder der, wen haben wir denn überhaupt? Steven Wilson, wir brauchen Räucherstäbchen, haben wir welche? Ja. Geister-Event und Salz, haben wir Salz? Ja, haben wir gut. Ja, haben wir. Komm, wir machen mal Tutorial. Bist du hier? Okay, wir haben schon mal Geisterbox, der ist hier wieder. Könnt ihr unter J eintragen. Woher weißt du denn, dass du Geisterbox hast? Weil der gerade mit mir geredet hat, der hat mir geantwortet. Ach so, hörst du den dann? Ja, du hörst den durch das Telefon hier. So, das heißt, der ist irgendwo wieder hier, ja? Irgendwo wieder hier. Das erste, was wir jetzt machen, wir machen jetzt den Strom an. Weil wenn es dunkel ist, verlieren wir Sanity. Wenn wir keine Sanity mehr haben, jagt er. Und zwar immer. Ich weiß gar nicht, ob wir Strom überhaupt anmachen müssen. Ja, müssen wir. So, und wo machen wir jetzt das Licht an? Wir machen jetzt im Flur, weil da der Hinweis war. Hier und in der Küche wie gerade. Hier machen wir Strom an, Küche machen wir Strom an. Oh, so. Das ist doch schon viel angenehmer. Ja, jetzt heizt sich der ganze Scheiß hier erstmal auf. Was wir jetzt machen könnten, ist eine Videokamera holen und Dingsgerät, um zu gucken, wie kalt es ist. Auf der Videokamera, wenn es Orbs gibt, sieht man die übrigens auch, ne? Das sind so kleine Geisterpunkte so. Was wollte man noch holen? Was man auch machen kann, ist, nehmen wir einen Kruzifix 1 noch mit. Dots-Projektor nehmen wir mit. Haben wir Stativ, ne? Nimm mal einen. Salz noch nicht. Brauchen wir Salz überhaupt? Müssen wir gleich machen. Obwohl, Salz können wir auch schon mitnehmen. Jetzt guckt er mit der Videokamera sich ein bisschen hier um und guckt dann in diesen Dot-Projektor rein, weil es gibt Geister, die sieht man nur durch die Kamera. Und die kannst du auch nur dann vielleicht sehen, wenn die durch den Dot-Projektor rennen. Und das Kruzifix schmeißt mal hier eins hin, falls der hier ist und jagen will. Wenn er rot wird, wollte der jagen, dann haben wir den Raum quasi schon gefunden. Okay. Der jagt nicht, das ist fake. Was? Der hat aber Licht ausgemacht, das war fake. Da, Dot-Projektor, habt ihr gesehen? Der ist durch das grüne Ding gelaufen. Könnt ihr eintragen. Dots-Projektor. Geisterbox und Dots-Projektor. Das heißt, der ist hier drinne. Jetzt kannst du, wer hat das Salz bei? Ich hab das Salz. Jetzt kannst du das Salz nehmen. Und kannst das mal hier hin machen. Zum Beispiel. Und an der Küche, an der Tür. Okay, hat einer links bei? Fingerabdrücke? Der liegt draußen. Nee. Jetzt wissen wir, der Motherfucker hat das berührt. Jetzt gucken wir da drauf. Der jagt nicht, der faked. Die Tür ist nicht zu. Wir haben keine Fingerabdrücke am Dings. Und an der Tür. Und die Türen halt zumachen, wenn er die aufmacht, sehen wir dann Fingerabdrücke daran. Auf der Kamera ist der nicht zu sehen. Der siehst du irgendwelche Orbs? Nö. Nee, wir haben den ja schon in dem Projektor hier gesehen. Der läuft ja manchmal durch.
Ja, aber ich habe hier auf der Kamera keine Orbs oder so gesehen, das meine ich. Ich habe das ja in dem Moment dahin gehalten. Ja, dann kannst du die Kamera hier unten auf den Boden legen. Und dann machen wir einmal das Licht hier aus. Warte, der hat die Tür da vorne aufgemacht. Ja, Fingerabdrücke, wir haben Fingerabdrücke. Guckt, kommt her, guckt. Ja, ich sehe es. Hat einer Fotokamera bei? Nein. Nee, ich aber ihr könnt jetzt eintragen, Fingerabdrücke. Wir haben einen Phantom. Ihr könnt das Licht wieder anmachen, weil wir haben alle drei Hinweise. Jetzt brauchen wir nur diese Zusatzevents da, ne? Ja, und dann sind wir schon fertig. Nehmen wir die Kamera mit. Fingerabdrücke verschwinden gleich. Räucherstäbchen. Einer muss ein Feuerzeug mitnehmen und Räucherstäbchen. Und? Brauchen wir den bei der Jagd? Nee. Wir müssen ihn einfach nur ausräuchern. So, hab Feuerzeug und Räucherstäbchen. Wie kombiniere ich das? Du machst das Feuerzeug an, dann das Räucherstäbchen und dann läufst du gleich hier rum und drückst F. Kann aber sein, dass der jetzt sagt gleich. Fingerabdruck ist noch da. Machen wir ein Foto von, brauchen wir nicht mehr. So, hab geräuchert. Hier ist der durchs Salz gelaufen. Okay, wir haben alles fertig. Wir sind fertig. Oha. Und der hat nicht einmal gejagt. Guter Moviefilm. Habt ihr eingetragen? Okay. Beweise, Fingerabdrücke, Dots und Geisterbox. Und dann auf Phantom klicken. Jo, hab ich. Fertig. $110, das ist nix. Ja, genau. Nix. Wir haben gebraucht 5 Minuten. Aber ihr habt jetzt gesehen, auf was man alles machen muss und auf was man achten muss, ne? Ja. Einer nimmt Dots-Projektor. Sobald wir ungefähr wissen, wo der ist, legt einer den Dots-Projektor dahin, holt sich die Kamera, guckt mir die Kamera da rein. Weil manche Geister sieht man nun durch die Kamera, wenn die da durchlaufen, manche so mit dem bloßen Auge. Wenn man dann nichts sieht und keine Geister-Orbs, dann kann man schon sagen, jo, wir haben keine Orbs und wir haben keinen Dots. Kein Dots-Projektor. Wenn wir den falschen Raum derzeit haben und einen neuen Raum finden, muss man da nochmal das Gleiche machen. Okay. Und dann macht man die Türen zu, tut Salz so ein bisschen auf den Boden, um einzugrenzen, wo der langläuft. Türen zu, damit er die aufmacht, für Fingerabdrücke und so. Kälte sieht man, muss nicht unbedingt Licht anmachen, weil Kälte sieht man auch so vor dem Mund. Aber wir müssen, doch, man muss wohl Licht anmachen, weil die Sanity halt runtergeht dadurch. Und keine Sanity gleich jagen, permanent. Deshalb muss man ab und zu die Pillen nehmen. Wo ist ein fucking Equip? Kurze Pipi-Pause, sonst geht das denn in die Hose. Okay. 5 Minuten, $100, fahr ich lieber wieder Mais-Schnaps. Nochmal Street Toss auf Profi diesmal. Aber erst wenn es warm wird mit dem Strom, sieht man gerade oder nicht, was genau. Wenn die Wohnung sich aufgeheizt hat in dem Spiel, kannst du dann mit dem Thermometer, also mit dem, ne, mit dem Thermometer rein, um den Raum auch zu kundschaften, wo es kalt ist, wo der sich gerade befindet. Dieses vor dem Mund siehst du immer. Hätte ich das alles gewusst, wäre ich nicht so schnell gestorben. Ja, Gefriertemperaturen sieht man auch so. Es geht eigentlich nur darum, erstmal den Raum zu finden, damit man die anderen Sachen reinschmeißen kann. Und sich immer möglichst guten Fluchtplan zu machen, wohin man rennt und so. Nee, Atem ist drin. Und Salz kannst du halt immer dafür benutzen, um zu gucken, wo der durchläuft. Ja, dann soll Nate kommen. Achso, warte, ich schick dir Code. Dein Mundgeruch sieht man nur in bestimmten Räumen.
Und jetzt stell dir vor, Rakim, du bist auf der höchsten Stufe und spielst dieses Game alleine. Da kriegst du Nervenzusammenbruch, Junge. Also ich zumindest. Ich kann das nicht. Ich habe letztens mal 2 Runden auf Albtraum gespielt. Ich hasse das. Ich habe bei so Horror-Games nur, wenn diese Jumpscares kommen, dann schüttelt es mich kurz im Rücken und dann war es das. So richtig Angst habe ich bei so Spielen noch nie gehabt. Ich kann nicht mal fassen. Ich bilde mir die ganze Zeit Sachen ein, die nicht passieren. Nate kommt auch noch. Ich habe den gerade kurz geschickt. Nice, Alter. Ja, dann verliere ich immer wieder. Ich habe das gespielt mit Mila und Lucky. Guckt ihr euch meinen Turm an, Junge. Und am nächsten Tag guckt ihr dein Team an, in ein Haus arbeiten. Da war ich ganz alleine. Und dann hatte ich Angst. Soll ich mal Outlast zocken, Alter? Ehrlich, ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Nein. Ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Ich würde es vielleicht tun. Ich würde es vielleicht tun. Einfach vor The Louis. Aber ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Man muss nicht alles für Geld tun. Das hat nichts mit dem Geld zu tun. Das hat einfach nur was dann, Junge, aber ich krieg einen absoluten Nervenzusammenbruch, Junge. Wenn schon Mila, Mila ist schon völlig verrückt bei sowas. Wenn die das schon zockt und Angst hat, ne Junge, da bin ich weg, Alter. Okay, Mila hat aber Outlast. Okay, füg mal Sachen hinzu, wir machen Profi-Runde. Hört ihr mich? Ja. Ja. Leider, ja. Okay, gut. Sag mal, was soll denn das jetzt? Oder riecht ihr nach Croissants, Alter? Ich hoffe, dass das irgendwie Croissants oder sowas gibt. Bitte, lieber Gott! Was? Fügt mal Sachen hinzu, Jungs. Oder habt ihr? Ich hab voll gemacht. Okay, dann bin ich bereit. Let's go. Ihr wisst, wie das Spiel jetzt funktioniert, ne? Ja, ich geh mit Nate. Verschwendet das Salz nicht sofort. Lass uns erstmal gucken, wo der Geist ungefähr ist. Wer will mit dem quatschen? Wer will als erstes in das Haus reinrennen, in jeden Raum gehen und immer fragen, bist du hier? Der fragt, würde ich sagen. Ich mach das aber immer, Alter. Ihr müsst das auch mal machen. Nate macht das jetzt. Du brauchst keine Angst haben, Alter, der wird nicht sofort angreifen. Let's go. Wenn ich mal Leute in Phasma ausbilde, Alter. Ich bin der größte Angsthase, der existiert. Das ist meine Kerze. Boah, ich dachte schon, du bist wieder mit dem Thermomix. Ich hab nur so Dings hier oben. Hab ich vorhin mitgenommen. Oh, ich hab keinen Bock mehr, dass das passiert. Zum Glück ist das hier nicht WoW, sonst wird Curse das ungefähr so erklären. Wizard, dankeschön für 5 Gifte Zaps, Mann. Und Wende, danke für den Prime im 9. Und 1-1, dankeschön für den Prime 3. Und Flöckchen, dankeschön für den Prime 31. Aber Flöckchen hat ich vorgelesen, egal. So, Schlüssel nehmen wir. Michael Miller, wir brauchen Räucherstäbchen, EMF und Kruzifix, das sind easy Sachen. Der Nate nimmt sich das Handy jetzt. Warte mal, Nate. Immer Handy, Taschenlampe und Fotoapparat, mit dem, falls du Dings findest. Board oder Skelett-Scheiße. Ich nehme Kamera direkt mit und wofür ist der Autoschlüssel? Ich habe Fotokamera mit. Falls der das Auto berührt und das angeht. Lass Nate zuerst reingehen. Das nehme ich noch mit und das Buch. Okay, ich nehme meine Taschenlampe und die Bahn in die Hand. EMF-Reader, brauchen wir den? Können wir gleich gebrauchen. Ja, erstmal vor der Tür ein paar Sachen legen. Hängewut haben wir. Sind die krassesten Geisterjäger. Ja, Mann, guck mal, Schrank voll. Ich gebe nochmal Stromzähler lesen, over. Roger, Roger. Das haben wir. Das brauchen wir. Jetzt fix. Immer fragen, bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Saka Maidik. Welche Farbe hat deine Unterhose? Ich glaube, der findet nichts. Bilder auf den Regalen, welche Regale? Das hier? Das ist die Oma.
Ja, die hat wahrscheinlich nicht gesprochen. Okay, dann können wir wahrscheinlich schon mal Geisterbox ausschließen. Dann gehen wir jetzt alle rein und machen den Strom an. Okay. Strom habe ich auch. Ja, dann mach Dings hier überall an. Also im Flur, im Wohnzimmer. Okay, der hat irgendwas berührt hier. Türen zu erstmal. Hier liegen lassen. Hier war was, oder? Fingerabdrücke gerade. Wo? Hier an dem. Ja, oh, wir haben Fingerabdrücke. Ja, ja, ja. Mach ich mal Fotografier. Wir haben Fingerabdrücke, okay, Jungs. Fingerabdrücke. Ja. Super, dann können wir die schon mal wegschmeißen, weil die brauchen wir nicht mehr. Das heißt, der geistert hier irgendwo rum. Machen wir mal Dots-Projektor hier hin. Mal die Tür wieder zu. Wer steht denn da vorne? Ja. Komm rein hier, Junge. Ich guck, dass keiner guckt. Ich guck, dass keiner guckt. Der Strom ist im Keller. Ja, ja, hast ja schon angemacht. Falls, und in der Küche noch. Naja, ja, falls ihr nochmal anmachen müsst oder so. Komm jetzt rein hier, du Schisshase. Steh drin, mit einem Fuß. Was hast du für Schiss? Hab ich nicht, hab ich nicht. Sag das doch nicht. So eine Profi-Runde. Ja, ja, ja. 20 Grad drin. Ja, müssen wir ein bisschen warten. Wo ist Rakim eigentlich schon wieder? Junge, er steht schon wieder hier, AFK. Der ist nicht AFK, der guckt Video. Mach mal bitte Licht im Wohnzimmer aus. Und Taschenlampen aus, oder nicht dahin leuchten. Ihr könnt Licht wieder anmachen. Damn, was ein Schisshase, Alter. Nö. Absoluter Schisser bist du. Nö, nö. Guck, ich mach die Tür auf. Boah, was ist das? Gefriertemperatur. Wo? Kinderzimmer? Ja. Dann ist der da drinnen. Temperatur. Hinten links in dem Kinderzimmer. Mhm. Dann ist der da drinnen. Kann man eintragen, Gefriertemperatur? Ja, guck mal, der ist hier. Ja, ja, kannst du. Ja. Ah, okay. Okay, dafür muss ich aber raus. Hier drin sind meine Finger zu kalt. Soll ich dort Projektor holen? Ja, ja, kannst du hier reinschmeißen. So. Jetzt gleich haben wir dich überführt, du Kleinen. Ich schmeiß da mal einen Kruzifix rein, falls der jagen will. Der ist hier durchgelaufen. Ja, das habe ich gerade schon gesehen. Der ist hier links reingelaufen gerade eben. Der Huren, machen wir hier die Tür zu. Der rennt hier auf jeden Fall im Flur rum. Der hat doch schon ein Bild umgestoßen. Wo ist Geisterbox? Vielleicht kannst du noch mit dem... warte, ich mach schon. Geht mal raus da. Halt uns gut. Geh mal raus. Bist du hier? Bye, have a beautiful day. Wo bist du? Bist du hier? Willst du uns etwas sagen? Bist du hier? Schreib ins Buch. Okay, der will nicht reden. Angst, Potter. Schlange, dankeschön für den Resub im 15. Kurs zurück und Ernie, dankeschön für den Resub im 19. Stufe 2. Der rennt hier durch ein Geisterhaus und liest seine Subs vor. Haben wir Orbs? Mm-mm. Okay, wir gucken eben nach Orbs und Dots.
sind doch Profi, oder? Ja, ja, das ist noch kein Albtraum. Ah, okay. Albtraum hätte uns schon getötet, Junge. Der hätte sich schon dermaßen den Arsch gekrallt. Mitnehmen? Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben Fingerabdrücke und Temperaturen. Box können wir ausschließen. Orb sieht bisher auch nichts aus, ne? Nee. Ausschließen und Dots auch eigentlich. EMF und Geisterbuch. Der Geisterbuch habe ich reingelegt, da müssen wir... Ja, 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 ja. Wo ist EMF-Reader? Ah, der ist Dings im Flur durchgelaufen. Der Huren. Wie heißt der? Wir gehen ihn jetzt provozieren, wir müssen. Ja, ich habe hier noch Räucherstäbchen. Ja, ja, das machst du... Das kannst du jetzt machen gehen, wenn wir reingehen. Einmal kurz im Kinderzimmer. Alles ausräuchern. Der rennt im Flur rum. Michael Miller, Alter. Wie heißt der? Michael Miller. Der hat Licht ausgemacht bei Zoe. Je nachdem. Michael! Komm, wir gehen rein wegen Räucherstäbchen. Mach mal ihn nur Mini-Patri hier. Oh, EMF 2. Noch kein Beweis. Michael! EMF 2 nur. Was ist die? Nein. Nee, hat einer zugemacht. Ist auch zu. Wir rennen übrigens in den Keller, wenn er kommt. Der rennt da hier nämlich nicht lang. Ich hab ein Feuerzeug. Hat einer schon Dings gefunden? Hat einer Kamera bei? Ja. Nö. Fotokamera? Ja. Knochen hab ich schon. Ach, Knochen hast du schon. Okay. Michael! Michael Miller! Hier ist die Sache. Michael Miller, zeig dich! Gib uns ein Zeichen! Schreib ins Buch! Schreib ins Buch! Michael! Zeig dich, Michael! Michael Miller! Schreib ins Buch! Michael Miller, schreib ins Buch! Ich befehl's dir! Der ist hier lang gelaufen. Ja, das ist egal. Richtung Küche. Michael Miller, zeig dich! Der ist im Flur durchgelaufen. Ne? Ja, ist nicht schlimm. Michael Miller, schreib ins Buch! Befehle dich, dich zu zeigen! Micha? EMF3? Ah, der ist hier. Micha? Der ist durch mich durchgelaufen. Der geht wieder zurück ins Kinderzimmer. Zeig dich! Michael Miller, zeig dich oder schreib ins Buch. Zeig dich. Wer soll eine Duftkerze an hier? Wo sind denn die anderen zwei schon wieder? Die chillen im Truck. Echt Pfeife. Jetzt? Junge, bestimmt. Junge, wo seid ihr? Ich gucke auf den Bewegungsmelder. Schönen guten Tag, die Polizei. Was machen Sie denn Komm hier? Komm rein hier, Junge. Ja, hab ja, doch keine ich hab Angst, Alter. Los. Polizei, was machen Sie denn rein. Hier? Ich bin Polizei. Rein da. Hier, uns wollten Warum habt ihr alle drei den gleichen Skin, Junge? Ich weiß auch nicht. Rein jetzt hier. Wir wollten uns den dann die Tür Einbrecher machen. Gemeldet. Ich bleib jetzt an der Tür, Wo ist denn Alter. Hier der Wo ist denn der Einbrecher? Los, bleib hier drinnen. Ich hab was vergessen. Nee, nix, Junge. Ruft mal alle Michael Miller. Michael Miller. Schreib ins Buch. Michael Müller. Ach, nicht schreiben, du Michael Penner. Müller, Michael Müller, Michael Müller. Gib uns ein Zeichen, Michael Miller. Ist das dein Kinderzimmer, Michael? Sieht aber scheiße aus. Michael Miller. Nee, hier schläft Nancy. Hat dich so deine Mama genannt, Michael? Hä? Ich wette, du kannst gar nicht schreiben. Der hat irgendwas umgehauen. Oh, EMF5 haben wir. Raus hier. Oi. Raus hier, Jungs. Ja. Okay, EMF5 eintragen. Wir haben einen Djinn. Was macht ein Djinn nochmal? Das ist ein... Bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Den Ort seines Stroms ziehen hinter den... Warte mal, dem Ort seinen Strom zu entziehen? Hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten?
Okay, ein Kruzifix haben wir noch. Jetzt müssen wir den ärgern, kommt. Hier liegt eins drinnen, ne? Ja. Dann tue ich noch eins. Sanity ist noch viel zu hoch, ne? Ihr habt alle noch so um die 60. Ja, dann macht mal überall das Licht aus. Wir müssen den eh ärgern jetzt. Licht aus und rein hier. Wer ist da draußen? Rein. Wenn der jetzt einmal huntet und wir überleben, haben wir gewonnen. Michael Müller! Michael. Wo ist Demba? Demba Ganuch? Demba? Demba, wo bist du? Versteck hat wieder. Junge, wie kann man so viel Angst haben, Alter? Demba! Demba, geh mal bitte ins Wohnzimmer, ne? Ja. Und sag dreimal Bloody Mary. Wenn der Fernsehen angeht, renn. Demba. Dubidubidu, Michael, du bist dumm. Ah, Fernseher an. Ist das gut? Komm hier wieder rein. Mann, ich hab's komm, ich hab's sagen, geträumt, Junge. Wenn der Fernseher angeht, rennen. Ich hab's geträumt. Guck mal, ich hab ein Bild von Jazz gefunden. Michael Miller. Michael Miller. Unser Sanity ist so hoch. Michael. Hat der abgelassen? Dann lass nur den Nate hier rein, dem seine Sanity ist ganz niedrig. Der ist genau. Das ist gut. Nein, wir bleiben alle hier. Michael Müller. Okay, der hat abgebissen. Michael, wir sind fertig, Michael, wir können raus. Michael. Vom Brot? Nein, vom Kruzifix. Abgebissen? Mhm. Der beißt in das Kreuz rein. Was hat denn der für Zähne? Ist das Schokolade oder was? Ja, erfolgreiche Runde, Jungs. Habt ihr alle eingetragen. Da fehlt noch einer im Bambas, ne, doch ja. Nicht. Wir haben einen Gin. Ab geht's. Ah, super, super. Ja, ein Gin kann irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Ja, der war echt easy. Sollen wir mal für Albtraum spielen? Nee. Oder sollen wir noch eine Runde Profi machen? Ja, machen wir nochmal Profi. Wie kann man so viel Angst haben, Junge? Verlieren wir eigentlich Sachen, wenn wir nicht sterben? Nein. Edgefield Street House. Okay. Ist Rakim wieder AFK? Hä, ich werf doch hier Dosen rum, was willst du von mir? Wer ist der hier? Bitte mal bitte andere Skins nehmen, Alter. Aber dann hast du wie keine geht denn das? Wie mache ich das? Unten links auf, Ah, bin die Pamela nun. Auf ändern. Ich bin nee, Jason. Schule nicht. Können wir gleich mal machen. Okay, habt ihr Sachen hinzugefügt? Jo. Alles, was ich habe. Letzte Runde Ausbildung, Alter. Danach geht's ab. Und Demma, weh, okay. Du kommst nicht mit rein. Du musst mit rein. Wir brauchen dich dann. Ja, ich war die ganze Zeit mit Erzähl drin. Erzähl nicht, Junge. Mach auf ready. Ja, ich war drin. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Mach auf ready. Okay, let's go. hallo, Pete. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Wir können gleich eine Wette auf Albtraum machen, dann werden wir sowas von versagen wieder. Sind die denn alle? Tschüss, Bumperli. Okay. Carol Garcia haben wir.
Bewegungssensor, Geisteszustand und... Oh, Fotos schwierig, Alter. Okay, Nate nimmt wieder Dings, ne? Nate nimmt wieder Telefon. Tacos. Achso, ja, hier. Keine Ahnung, warum ich Low FPS hab, Alter. Wir bringen Sachen. Ein scheiß Rechner aus. What the fuck up? Piu, piu, piu. Hey, pass auf, jetzt mich alle abknallen oder was hier? Chill mal, also. Nicht! Warum? Das sah, ihr sah so gut aus. Wir brauchen die Fotos. Der Edel spielt Rocket League, Alter. Rocket League macht auch Spaß. Ja. Okay, Jungs, komm, wir gehen rein. Ach, das ist das Haus. Wir müssen Lichtdings wieder suchen. Ich hab Knochen. Du, ja, warte, hast Foto? Okay, hier ist das nicht. Keller wahrscheinlich. Wo bist du? Stimmt hier hinten irgendwo, ne? Hier? Okay, Licht könnt ihr oben anmachen. Das war schon an. Machen wir hier eine Flürchen? Ich wollte auch nicht. Oh mein Gott, was ist das für ein Geräusch, Junge? Okay. Das heißt jetzt. Ich habe auf dieser Map einfach nur 40 FPS. Knochen habe ich schon, ne? Der war oben. Was ist denn für ein Geräusch immer? Hat der Licht ausgemacht? Unten hat er nur Licht ausgemacht, ja. Gegen Keller. Wo, unten? Ja. Ja, wo ist er ausgemacht? Na gut. Ist wieder an. Ich glaube, der hat hier irgendwas angefasst. Kann das sein? Wo denn? Hier irgendwo. Dann guck mit der Taschenlampe. Bei dir kommen die ganze Zeit so komische Störgeräusche. Ja. Beim Dämmer. Störgeräusche? Okay.
ja alle clean. Ja, wir spielen ja doch Profi, dauert ein bisschen, ne? Junge, was sind das für Geräusche denn, wa? Was denn für Geräusche? Du hast so Störgeräusche. Ja, wie macht das denn? Das kann aber nicht sein. Ja, doch. So, Nee. Oh, Huren. Ich hab den gesehen. Ich glaub, oh mein Gott. Ich hab mich grad angehaucht, der Penner. Ja, ja. Ja, uns alle. Küche ist nicht weit von der Tür weg, das ist gut. Okay, also Temperatur sagt no. Er spielt. Klavier gespielt. Hey. Dann guck mit der Dings Fingerabdrucktaschenlampe da drauf. Hab ich nicht. Ups. Keine Fingerabdrücke. Hier. Küche sagt ihr? Also ja, und die Thermometer sagt auch nichts in der Küche. Hm. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Der hat die Tür zugemacht. Abgeschlossen. Irgendeiner ist gestorben. Der ist oben, ne? Ja, ich glaube ja. Nate ist tot. Nate! Was machst du denn hier? Ey, hier ist doch das Board! Ja. Mach mal ein Bild von dem Board. Oha, Junge, los! Was los? Okay, wo bist du? Wo bist du? Will er mich verarschen? Der war gerade hier drin, der hat hier drin den Nate umgebracht. Ich höre dich wo schon. Wo bist du? Oh, die hackt. Nicht los, nicht los. Okay, die hat irgendwas. Wo bist du? Das war Nate. Die hat irgendwas hier rumgeworfen. Wo bist du? Und die hat Strom wieder ausgemacht, auch? Wie alt bist du? Sagt ihr mal. Geh Strom anmachen. Bist du dumm? Oh mein Gott. Sag, wo die ist. Junge, er übersteuert einfach. Wo bist du? A. M. Mama. Mamas Room wahrscheinlich. Mama, ja, die ist oben. Also alles nach oben, Dotsprojektor, bla bla bla. Und Licht wieder anmachen. Und zwar oben. Oh, oh, die jagt. Lebt ihr noch? Ja, warum übertreibt die so? Weil wir keine Sanity mehr haben, weil die ganze Zeit dunkel ist. Wir müssen zum Truck, aber vorher Licht anmachen.
Ja, wir haben alle keine Sanity. Jeder eine Pillendings. Und dann Licht oben anmachen. Let's go. Keine Angst haben. Kommt, meine Freunde. Ich hab versucht, ein Foto vom Geist zu machen, als der Nate getötet hat. Hat aber nicht funktioniert irgendwie. Mamas Room? Was ist Mamas Room? Ist das hier? Wenn ich nicht. Ist zu. Warum hast du uns ausgesprochen? Nee, die jagt schon wieder. Ja, ich weiß. Komm doch laut! Junge, ich hab den dreckigen Fuß von der gesehen! Die Stadt dreht vor mir! Hä? Ich hab deren dreckigen Fuß gesehen, die stand direkt vor mir, Alter. Was ist mit dem, Junge? 50 Shades. Okay, wie hieß der Room? Mama? Mamas Room, glaube ich. Mamas Room. Ja, wir müssen jetzt nach oben Licht anmachen. Komm jetzt rein hier. Komm rein hier. Was ist denn die Mamas Room, Alter? Das ist Kinderzimmer. Das Tee hier? Mamas Tee, irgendwas, keine Ahnung. Nein. Das ist, glaube ich, nicht Mamas Room. Mach das Licht hier überall an. Das kann man zumachen. Das hier ist Mamas Room. Mamam. Master Bedroom wahrscheinlich. Mamas Room, Junge. Nein, der hat. Okay, wir sind am Arsch. Ja, die hat richtig Bock auf unseren Arsch. Hallo? Dann waren nur noch wir beide, wir müssen Lichter machen. Hilfe, ich komme hier nicht raus. Ah, okay. Das ist nicht Mamas Room hier. Master Bedroom, das ist das hier. Das hier könnte das auch sein. Nein, das hier. Was hier, das? Das hier. Okay, komm mit. Wir gehen nochmal Tabletten nehmen. Okay. Nur noch wir beide, Dämmer. Ich zähle auf dich jetzt. Ja, Junge, wo sind die Tabletten? Wo sind die Tabletten? Was? Wo sind die? Der Rakim hat eine Packung. Halt's Maul! Oh. Wer hat die ganzen Tabletten gefressen? Der müsste eigentlich noch eine Packung dabei haben. Okay, dann mal komm. Und vielleicht hat er Nate dabei. Wir brauchen... Kamera nehmen wir mit, Dots-Projektor nehme ich mit. Du nimmst bitte das... Und die hat das Licht schon wieder ausgemacht. Oh mein Gott. Soll ich eben Elfrieda da hier lassen? Ja, ne? Kannst erstmal hier lassen. Wo ist das andere Kruzifix, Junge? Kruzifuck. Warte, ich ist guck mal. Ist drin eins? Nee, das ja, ist irgendwo drin. Wir müssen Licht am... Ah, nee, Licht ist noch an. Okay, komm. Okay, wo lang? Oben? Wir müssen nach oben gehen. Nimm mal bitte mit okay, das Buch. Ja? Junge, deine Geräusche machen mir mehr Angst als das Spiel. Das Buch und Salz. Ja, Salz. Warte, auf meinem Ding ist keine Kamera drauf. Ich hab das gehört, ne, du Wichser. Du hast Pillen dabei. Warten. Ich hab das gehört. Dann schluck die, Junge. Du Dreckiger, du. Nimm die Tabletten. Also eine Packung hatte ich noch. Halt's Maul. Ja, ja, hab ich. Aber die andere musste... ich will's auch Kaugummi haben. Komm jetzt rein hier. Aber der Rakim hatte die letzten, glaube ich. Die hat Duschen gemacht. Hä? Die geht duschen? Ja. Die hat schon versucht zu handeln. Oh. Licht. Nein, sterbe!
Alle tot, wir haben noch nicht einen Beweis. Ich bin tot. Ah, Mann, ich hab die Kamera in der Hand gehabt. Oha. Also ich glaube, ihr seid noch lange noch nicht so weit. Ja, wir sind verrückt, was für so schlecht, Alter. Ich saß einfach in der Ecke, hatte nichts ihr an, müsst gar Sachen nichts, ausmachen. Ihr müsst Sachen ausmachen. Der Rakim hatte, glaube ich, einmal kurz Licht angemacht. Dann kam die zu uns und hat mich gekillt. Einmal ich ganz kurz hat Fotoapparat, Fotoapparat habe ich in der Hand gehabt nur. Das musst du am besten auch aus Hand nehmen, glaube ich. Ja, aber die war so schnell. Boah. Wir trauern um unsere Geisterjägerfreunde. Und die... Welches Haus war das? Die Brüder so in der Hand halten und nun schlafen gehen werden. Ein Farmhaus, oder? Meintest du? Nein, das war kein Farmhaus. Ah, Mann, ich hab verkackt. Ich hatte die Scheißkamera nur in der Hand. Ich hätte die locker gefickt noch, Alter. Also, besiegt. Okay. Geister ficken, ganz was Neues. Vor allem, dass ihr das Board nicht gefunden habt, obwohl ihr mit zwei Mann da drin wart, ihr Penner. Nein, eine Runde machst du noch mit. Und da war das, da war es dunkel. Wir brauchen einen Sieg, Denver. Wir brauchen einen Sieg. Nein, eine Runde noch. Stehst du um 5 Uhr auf für mich? Ja, mach ich. Komm, ready, steady, go. Aber nur, wenn wir gewinnen. Eine Siegerrunde brauchen wir noch. Okay. Komm, Denver. Eine Siegerrunde. Ich habe alles hinzugefügt, was ich konnte. Okay. Let's go. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Hallo Marco und Karibik Frank, danke schön für den Prime Sub am 14. und Danny Punch, danke schön für den Prime 21. So. Können wir nicht auf uns sitzen lassen, Jungs. Okay, jetzt werden Geister. Kerze, Kruzifix, Räucherstäbchen, easy. Rein da jetzt. Wir gehen jetzt alle Kruzifix instant rein. Versucht irgendwie den Raum zu finden. Ja. Ja, ich hab das Telefon dabei. Einfach reinstürmen und rechts pushen. Komm, go, go.
Tritt die Scheißtür ein. Bist du hier? Sag mal was. Hallo, bist du hier? Sag mal was. Hallo, bist aha, du hier? Aha, das war das Haus, wo du mich nicht schlagen konntest, Curtis. Such den Stromkasten. Bist du hier? Sag mal was. Bist du hier? Sag mal was. Wo bist du? Du Hund. Die hat hier bei mir eine Tür berührt. In der Nähe. Bei mir ist immer ein guter Call. Wohnzimmer. Hallo Loco. Hallo Loco. Dienstag Bescheid. Ja. Ganz zu sprechen. Sag mal, geil, kannst du sprechen? Irgendwo Garage oder so? It's raining, man! Halleluja! Strom ist an, Strom ist an. Da bist du rein, denn doch sprechen. Wir haben Gefriertemperaturen im Kinderzimmer. Hier ist der Raum. Hinten am Wohnzimmer. Schreib mal das kleine ABC. Was ist 6x6? Oma Dots Projektor und so, das grüne Ding. EMF, wie viel? Wie viel? 2 gerade erst. Okay. Schreib mal was ins Buch. Kannst du schreiben, du Arschloch. Habt ihr schon Buch? Ja, Buch liegt schon drin. Was ist 3x5? 7x2? Und ich hätte noch 2 Hektar. Was haben wir denn hier? Wie heißt der doofe Geist? Das siehst du unter J. Schon? Ja, habe ich. Okay, ich habe Salz mit, ne? Okay. Thomas, Thomas, hallo Thomas. Zeig dich, Thomas. Enormini Patria Spiritu Santi. Bist du um 6, Schokoeis, Thomas? Achte darauf, ob der durch das grüne Licht rennt. Der Pisser. Hallo FCK. Noxalus, Dankeschön für den Restart am 35. Wo ist mein Taschenlampe? Okay. Kruzifix. Yep. Haben wir drinne.
hier schon Knochen oder so? Nope. Der hat hier Dings berührt. Der Bot hat auch keinen gefunden, ne? Schritte hier. Wir haben Fußabdrücke. Einer mit Fotoapparat hier hin. Schnell, schnell, schnell. Sind das jetzt, sind das jetzt Fingerabdrücke auch? Klavier. Foto gemacht, war, ne? Der spielt Klavier. Der sind Fußabdrücke auf Fingerabdrücke? Ich weiß das nicht. Gut. Ich glaube schon, oder? Fotos. Das zählt als Beweis auf jeden Fall. Ne, das zählt nicht. Der hat Klavier gespielt, ne? Weil da so Sterne drunter sind. Das zählt nicht als Hinweis. Achso, ja, das nicht. Schreib ins Buch! Wo ist das Klavier? Schreib ins Buch. Der ist hier nicht durchgelaufen. Wo ist denn hier ein Klavier? Der verlässt den Raum hier nicht. Oh. Ja, ich hab Knochen gefunden. Ja, hast du die Kamera mit? Ja, ich hab fotografiert. Schreib ins Buch. Ah, der läuft doch hier lang, okay. Bist du hier? Der ist hier durchgelaufen gerade. Rede mit mir. Versuch nochmal. Bist du hier drin? Rede mit mir. Wir haben Geisterbox. Oh, der ist am Jagen. Meinst du der Box oder Orb? Box. Ich glaube, der jagt gerade. Die Tür ist zu. Aber alle sind am Leben. Aber warte mal. Okay, da liegt. Wer ist verreckt? Nate. Nate, keine dann. Ahnung, ich hab irgendwie einen sterben hören. Nee, sind alle noch. Okay, Nate ist tot. Okay, das ist nicht der Raum, weil Kruzifix hat nicht ausgeschlagen. Dann ist halt einer daneben. Macht mal Licht wieder an. Jupp, super. Das ist nicht der Raum. Dann ist der wahrscheinlich hier hinten oder so. Ich bin tot! Ich bin ihm in die Arme gelaufen, der ist hinten, ganz hinten! Du hässlicher Gollum, Alter. Fuck. Ja, wo die Tür zu ist. Guck, ich stehe, Alter. Hey, was geht ab, Mann? Yo, hast du Tinder, ich hab Bro? Ich Panik. Ja, okay, dann müssen wir. Ich bin im Wohnzimmer, Junge, ich hab gepanikt. Ich hoffe, dass die das jetzt hinkriegen. So, wir brauchen. Wir haben schon zwei Hinweise, ne? Ja, die müssen den Dots-Projektor hier reinklemmen und durch die Kamera gucken, aber das wissen die wahrscheinlich nicht. Nicht bei mir im Was Raum, macht der denn hier? Ich bin hier drin und mein Atem ist so Dings, ich keine Ahnung. Ah, warte mal, ich bring den Thermometer mal mit. Wir müssen Dots-Projektor hier reinklemmen und mit der Kamera hier drauf gucken. Der ist hier drin. Und die sind tot. Er ist tot. Ne, der ist links.
Der ist hier nicht. Ach, der hat nur gefaked, der hört gar nicht mehr. Der ist gerade an mir vorbeigelaufen. Ach, da bist du. Der war komplett anderen Raum. Der kann den Raum auch switchen, aber ich glaube nicht auf Profi. Sondern nur auf Albtraum. Das weiß ich nicht. Es kann aber auch ein Zwilling sein, oder? Ja, ja, da ist ein Zwilling, weil der wechselt die Räume. Der kommt aus zwei unterschiedlichen Räumen. Was ist denn der letzte Hinweis für den? Ich glaube EMF5. Ja, EMF5. Ja. Ich weiß nicht, ob die darauf kommen, war. Nee, da kommen die nicht drauf. Die 14,8 Grad. Der soll mal aufhören, Strom auszumachen. Ich höre den. Der ist in dem kleinen Zimmer da, wo ich eben eingesperrt war. Ich weiß nur nicht, was für Dinger wir noch brauchen. Der jagt. Und der kommt. Wo ist denn der? Er ist oben. Der oben? Er ist über uns. Ich hab Säge dabei. Amanakul. Mach Baustela! Mach Baustela! Okay, Strom ist wieder. Aber hier oben war auch ein Knochen. Das weiß ich noch. Das EMF geht doch die ganze Zeit an, oder? Oh. Buschdealer! Ich weiß nicht, ob das ein Kölnchen ist. Guck mal her. Ich mach alles neu, ich bin Tine Wittler, Junge. Mach Foto. Oh, EMF. Ja, EMF schlägt aus. Das hört man doch. Und da ist er. Oh, der könnte sich aber mal ein Höschen anziehen, ne, der Bruder? Immer, was ist denn mit deinem Bein, Junge? Der rennt nach oben, aber warum? Loyal, bye bye. Gute Nacht. Stasi. Ich hab gesagt, Licht an. Sollten wir so Pilchen vielleicht nehmen. Warte mal, wer ist er denn? Wer ist hier gestorben? Das bin ich. Ach, das bist du. Mit dem Kopf durch die Wand oder was? Junge. Ich hab gepanickt. Guck, wie das von außen aussieht. Stiff, stiff! Wenn die uns fotografieren, verlieren wir nichts, ne? Ich weiß gar nicht, ob das. Ich hab halt nie auf Loadings gespielt. Ich hab immer mit Mila gezockt, der hat immer auf höchste Stufe. Warte, wir müssen. Genau, nehmt euch Tabletten mal, genau. Super, Jungs. Also sei es für Hinweise. Ich hab jetzt nur dieses eine Geisterbox. Wir müssen den Kurzifix da hinten reinwerfen. Wir haben aber Temperatur noch nicht ausprobiert. Orb sehe ich auch keine. Ja, wir haben Temperaturen, Bruder. Du hast doch Temperatur gesagt. Wir haben doch Gefriertemperaturen. Ja, die Kamera steht im falschen Zimmer. Ah, okay, dann gehen wir die Kamera auf. Zwillinge, boah, das lass dir mal machen, die schaffen das schon. Das ist halt Ghostbusters of Wish. Da, wenn hier noch liegen, schön ist. Malek macht Buchstiller Blitz. Boah, einfach halbe Minigame. Blade Falloon! Ui, Schrecker! Der EMF-Kack. EMF-5. EMF-Kack, hebt doch mal auf hier. EMF-5, Junge! Was ist denn das? 3, 2. Er sagt, dass dieser EMF-Kack so gar nicht interessiert. Ich glaube, hier oben muss die Kamera hin. Junge, ihr müsst den Dots-Projektor da reinwerfen. Stell die im Schrank oder so. Oh, hi. Der gibt mir hi. Bye. Okay, wie haben wir hier. Ah, Gefriertemperaturen haben wir hier. Die machen das. Geisterbox. Gefriertemperaturen und Geisterbox. Das heißt. Kamera steht auch. Das heißt, womit können wir denn jetzt noch fixen? Wir hatten ja die Kamera hingestellt hier. Mit diesem Dot-Gedöns hier. Ja, schon wieder smart. Ach, hier auf dem Boden. Und wohin geht die? In welche Richtung? Ah, gut, dort. Was an, Junge? Oh. Rakim smart einfach. EMF, Jungs. Also ins Buch will er nicht schreiben. Das ist doch ausgeschlagen, das sind so unendliche Junge. Okay.
Ich glaube an die, ich glaube an die. Kruzifico. Ich auch. Die schaffen das. So. Erstmal einen Kaffee, Junge. Du hörst jetzt hier auf, Faxen zu machen und schreibst ins Buch. Wie verziehe ich denn das? Wie bist du da hochgekommen? Heck. Alter 4. Ja, jetzt müssen wir ihn einfach ein bisschen provozieren. Hallo. So, schreib in das Buch, hör auf, Faxen zu machen, sonst knallt's. Thomas, du Dreckfahrer, komm mal her. Der Herr gerade nur nicht, weil die Tabletten genommen haben. Ja, Thomas Davis oder so. Ah. Sicherungsabbruch. Hat das EMF? Ja, das ist gut. Das Ding ist, der rennt aber die ganze Zeit durch die Küche und so. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht da auch ein Buch oder Salz hinlegen. Ja, aber da haben wir noch Salz, ja. Wann kommt eigentlich dieses Harry Potter Spiel raus? Nächstes Jahr wahrscheinlich erst, ne? Oder darauf habe ich auch übel also Bock, Alter. Ja, ja, dieses Dings. Nicht MMO, sondern dieses RPG-Ding. Was macht das? Das haben die doch irgendwann letztes Jahr vorgestellt, also schon vorgestellt. Nächstes Jahr kommt das. Ja, es kommen jetzt auch diese ganzen PlayStation-Exclusive-Teile für PC, ne? Welche? So was wie Uncharted und so. Das ist ein Uncharted. Das ist so ein PlayStation-Exclusive. So ein Story-Game. Wie soll man GTA 6 rausbringen, die dummen Cabbers? So Hogwarts Legacy, ja, Mann, Alter. Geil, bald ist wieder Dezember, da habe ich wieder Harry Potter geguckt. F? Ja, F. So. Ich freue mich auch schon. Und Herr der Ringe, Alter. Und alle Marvel-Filme. Uncharted ist Bombe. Guck grad, das war ich, guck grad, ob mir Fingerabdrücke oder so was ist. Forza Horizon, das ist leider nichts für mich. Wenn überhaupt ich sowas spiele, dann so Need for Speed oder so. Nee, ich glaube, wir müssen wieder Raum wechseln. Ich hab mal, wie hieß das? Need for Speed Online habe ich mal gezockt, Alter. Das war auch geil. Oh, der jagt. Ihr seid am Arsch. Ja. Oh, er rennt rein. Tot. Der ist tot. Helfer. Der Boss alleine. Der Boss alleine. Was ach, nö. Was soll ich denn jetzt machen? Oh, der jagt weiter. Oh. Der Boss tot. Nein, doch nicht. War nur Fake. Oh mein Gott. Ja, mal komm schon, was EMF, Mann. Noch? Das ist ein Zwilling. Hallo. Hallo. So, da ja, ist Marvel. Das schon alle drei Hinweise, ne? Ah, der Team ist angefasst. EMF 5 fehlt noch. EMF. Gib mir die Lampe. Das ist die ganze Zeit ausgeschlagen. Anschaut, das ist voll, was du könntest nach Tomb Raider. Hallo, Tomb Raider habe ich durchgerusht, Alter, 100%. Danke. Legacy. Und auch hier. Legacy, wie wird das ausgesprochen? Wenn du jetzt was angefasst hast. Sicher, die Oma hat doch gar nichts geschrieben. Das war spicy, Shapes. Das komplett aufgeschlagen war. Bye, have a beautiful time. Das hat man gehört. Kickdown, Aka Niklas, Dankeschön für den Boost-Up im 46. Monat. Aber irgendwas ja, aber hat nice, Moped. Was für ein Moped, Junge. Was bei 3 hat, ist auch so geklingelt. Und da drin ist der. Warte nee, mal, das war schon 5. Weil man, manchmal spawnt ich. Und der Ball ist tot. Bye, bye. Der ist tot. Ach, geh mir doch nicht auf die Nerven. Er ist tot. Blöd, Alter. Curtis, wir müssen farmen. Ich brauch Geld. Ich hab absolut kein Geld mehr. Ich hab mein Bestes versucht. Zwilling, sag ich doch. Ja. Denver. Zwilling. Das war wohl nichts mit dem noch einen Sieg holen, ne? Nee. Nicht ganz. Ihr hattet den letzten Hinweis schon. EMF 5, ne? Und ihr habt den ignoriert. Das war 2. Ich wusste nicht, dass das 5 ist. Ja, der kann aber 5. Ihr müsst das in die Hand nehmen und warten, bis der huntet. Dann seht ihr das. Aber gut, wenn der huntet, soll man doch alles elektrische ausmachen. Ja, aber du siehst das ja für eine Sekunde, kannst ja drauf gucken und dann ausmachen. Ah, okay. Naja, aber wir haben uns gut geschlagen. Schade. Ja, ihr habt das trotzdem gut gemacht. Schade, ja. Schade, ja. Schade. Ich geh jetzt in Haie. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen noch Bock haben. Ja, gute Nacht. Wir haben kein Geld mehr, ne? Ja, ich brauch mal was. Soll ich euch noch was kaufen und geben? Ich glaube, das kannst du nicht. Was sagst du, Rakim? Nee, Bruder, lohnt sich nicht mehr. Ich hab $23. So ein bisschen was konnte ich noch hinzufügen, aber. Wir haben halt die Standarddinger, ne? Da müssen wir echt Glück haben. Wir haben nur eine Kamera, aber sonst haben wir alles. Und einmal Räucherstäbchen. Ich glaube, Rakim ist kurz auf K. Und nur ein Feuerzeug. Wir können natürlich einen aus dem Chat mitnehmen. Am besten einen, der auch weiß, wie das Spiel funktioniert. Wir brauchen einen Sugar Daddy. Wir brauchen einen Sugar Daddy. Wir könnten natürlich einen mitnehmen. Am besten auch jemanden, der kein Mikrofon von links hat. Aus dem Mickey Mouse Heft. Und komplett übersteuert oder die ganze Zeit so.
Das wäre natürlich ideal. Wen haben wir denn vielleicht aus unserem Camp? Güffi kannst vergessen, Leon zockt so nicht, die zocken alle New World, Edel ist am Rocket League zocken, die kannst du alle knicken, keiner da. Der Spoon ist nicht da. Die habe ich damals gezockt, Schalps. Da habe ich immer den Butler versucht abzuknallen, das hat aber nie funktioniert. Deshalb habe ich den in eine Gefriertruhe eingesperrt. Also ihr müsst keine Ahnung haben, aber ein bisschen Stuff und ein vernünftiges Mikrofon wäre gut. Okay, also für eine Runde haben wir nochmal alles, was wir brauchen. Wobei, wir haben Taschenlampen. Okay, dann machen wir eine Runde oder so. Taschenlampen. McDonald's, McDrive, Mike ist okay. Ey, die sind gar nicht so schlecht, Da Vinci. Ich würde mitmachen, okay. Warum bist du schüchtern? Ich kann hier nicht flüstern. Ich kann hier flüstern. Räucherstäbchen reicht ja einmal, ne? Nee, manchmal braucht man die zweimal. Ich hab dir privat geschrieben, ihr Sade. Vergiss immer, meinen Stream auszumachen. Weil wegen darum. Hinzufügen. Warum seid ihr alle pleite? Weil wir nur am Sterben sind, Alter. Und wenn ich wieder mit Mila zocke und dann wieder keine Taschenlampe habe, werde ich wieder angeschrien, Alter. Aber nur offstream. Macht die mich wieder zur Sau. Ich gehe zum Thomas. Ja, Thomas! Skelettmodel haben die aber auch irgendwo aus dem Internet runtergeladen, Alter. Ich hab Ragim eigentlich beigebracht gehabt, aber er hat alles vergessen. Ja, ja. Ich hab in Twitch geschrieben, Isada, ja. Isade oder Isada. Legacy. Wie wird denn jetzt Legacy ausgesprochen? Nee, du bist doch der Englischlehrer. Was? Legacy? Aber oh, hab nichts bekommen. Versuch dir im Discord zu schreiben. Hab dir im Discord geschrieben. Hola! Hallo! Hui. Bliert. Ich hoffe, dass Rakim nicht so lange braucht. Also, wenn ich euch Sachen kaufe und reinlege und dann liefe, sind die Sachen weg? Ich glaube schon. Ich habe noch ein bisschen aufgefüllt. Okay, ja, das wird, denke ich, mal reichen. Oh, Level 11. Alter, ich bin schon 20. Ich hab mal die Taschen davon aufgefüllt. Boah, Rakim! Was macht der denn immer, Alter? Meine Kopfnuss. Wie das aussieht, ey. Ah, welches Ding nehmen wir denn? Ich mag die Street Toys am liebsten. Das sind die, die wir am Anfang. Oder wir machen mal Asylum. Boah, die ist mega groß, ne? Alter, ja. Hab ich noch nie gespielt. Campsite habe ich erstmal gespielt. Ach, Campsite ist auch kacke. Wir machen einfach Farmhaus. Profi. So, gut, meine Mutter hat gesagt, dass nicht echt was passiert ist. Wir können weiterspielen. Okay, let's go. Wir müssen die Map Genix kennen, Junge. Wir sind absolute Top-Profi-Spieler. ESL. Phasmophobia. Ich nehme also die Geisterbox und renne jetzt da rein und quatsch mit dem oder was? Kannst du machen, aber wir rennen jetzt, glaube ich, alle wieder rein. Joach, mir ist es egal. Machen das schon. Gibt's das Game auch im VR, ja?
Der Johnny hat mal im VR gespielt und der hat Kopfschmerzen davon bekommen. Ich habe leider keine VR-Brille, sonst würde ich das mal machen. Der Blanky spielt auch immer VR. Der Blanky ist ein Penner. Ich würde doch gerne mal so VR-Chat oder so machen, aber ich glaube, die sind alle am Brummbeleidigen nur. EMF und Salz und ist nicht so easy. Ich gehe direkt mit Barbara rein. Barbara Jones, Alter. Und ich nehme mit. Kamera. Salz am ich? Foto. Ja, Salz noch nicht, erst wenn wir den Raum gefunden haben. Licht ist an, lass wieder im Flur anmachen. Wir haben Geisterorbs hier im Wohnzimmer. Der Knochen liegt oben im rechten Zimmer direkt am Bett. In der Hand. Was ist das? Schaukelstuhl. Wir haben Geisterorbs hier. Der war hier am Schaukelstuhl. Tu mal fotografieren wegen Geld. Wir haben geil. Der handelt doch nicht schon! Foto gemacht. Nee, war fake. Ausschlag auf 3 war gewesen. Okay, der ist im Wohnzimmer unten. Wir haben Geisterorb und der ist im Wohnzimmer unten. Ich geh dort Projektor holen. Wollen wir erstmal nicht buchen. Jetzt kannst du mit. Hast du Salz noch bei? Ich hab schon was gelegt. Und 3 Punkte. Ich hol nochmal neues. Barbara, hallo. Baba Ganoush. Die quatscht nicht mit mir. Heißt das dann Geisterbox ausgeschlossen oder was? Ne, das kann sein, dass die später anfängt zu reden. Habt ihr den Knochen schon geholt oben? Nee, den kannst du aber auch aufheben, wenn dein Inventar quasi voll ist. Ich dachte, wegen Bild machen. Ne, erst Bild machen, dann aufheben. Ich hab keine Kamera bei. Ich hab schon. Dann frag das Brett mal, wo die ist. Wo bist du? L-I-A Living Room. Okay, dann ist die hier. Ich bin am Arsch. Doch nicht. Wieder vorbei. Oben kein Licht anmachen, ne? Was haben wir, EMF5? Hatten wir EMF5? Weiß ich nicht, ich hab kein Dings. Ich hatte es hier liegen gehabt. Liegt genau hier vorne an. Hat nur ganz leicht ausgeschlagen. Können wir das Kruzifix umlegen? Ich hab mal jetzt mitgebracht. Ja, die hat ich auch nicht hier die ist auf jeden Fall nicht hier. Die kann sein, dass die hier spawnt oder so. Hier, wir haben hier ein Bild. Habt ihr mal geguckt wegen Fußabdrücke? Schreib in das Buch. Da, Dots Projektor, die ist durchgelaufen. Oh nein.
Und komm, was haben wir denn noch? Dort haben wir, nehmen wir noch ein Buch mit. Ja. Wir müssen nur noch von der Dings entkommen. Der Geisterbuch kann es nicht sein. Nee, dann zählt die auf 1. Okay, die kommt von ganz hinten. Kein EMF, ich bin tot. Ohne gutes Event. Nate ist tot. Die kommt von hier hinten links. Temperaturen? Tür ging gerade. Nix. Rausgehen. Haha! Hat er nie das Brett ausgemacht? Also Geisterbuch kann es nicht sein und EMF5 kann es auch nicht sein. Geisterbox, wo ist die? Die liegt noch drinnen. Einer muss mit dem wo denn? Die vorne, das. Hier vorne. Wo? In meiner Hand drin. Ja, dann geh du mal da hinten hin. Und versuch mal zu reden. Wir gehen kurz raus. Hallo, hallo. Ja, du musst fragen, bist du hier und so. Antwortet nicht? Nö, kommt gar nichts. Okay, dann können wir das, denke ich, ausschließen. Mach mal wieder Licht an, bitte. Okay, das war's. Vergib! Die ist unten! Blöd, Alter. Was wollte ich holen? Was? Er hat gesagt, eine Geisterbox. Gefriertemper, wo ist denn der Thermometer? Müsste noch liegen, oder? Nee. Hat das nicht dabei gehabt? Versuchen, am besten mal Tabletten nehmen einmal. Zweimal sogar. Ich mach Geisterbox, du machst Licht wieder, okay? Licht anmachen. Ja, bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Du hast unsere Freunde getötet. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier?
Lebst du noch? Sie sind ja. Ich weiß, was es ist. Was denn? Die singt während der Jagd. Ja, das ist aber egal. Das macht nur ja. Nee. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du tot? Ich bin draußen. Ach so. Also es ist nicht Geisterbox. Wir haben noch keine Gefriertemperaturen. Aber ich finde doch kein Thermometer. Ja, aber die Gefriertemperaturen würdest du sehen am Atem. Und Fingerdrücke. Und hier. Haben wir auch keine gefunden. Okay, wir testen mal was. Wir räuchern den mal aus und wenn der dann nicht attackiert, dann ist das ein Jurei. Feuerzeug ist hier drüben. Welcher? Oh. Nicht sterben! Ich glaube, hat er aufgehört. Doch nicht. Hallo? Ja, ich muss hier immer 5 sein. Das Ding hat die ganze Zeit immer wieder Töne gemacht von sich. Das ist... Ich hätte es genau unten hingelegt. Enomini Pater et Felitus Santi. EMF5? Hast du gejuckt? Liegt genau vor dir. Ein Reitschuh, lass mal rausgehen. Aber der Nate hat gesagt, EMF5 ist ausgeschlossen. Was hat denn der? Ein Reitschuh kann elektronischen Geräten in der Nähe Strom entziehen, wodurch sie sich halt schnell bewegen können. Aber er stört auch nicht die Geräte zwischendurch, ne? Weiß das kann nicht sein. Lass einfach probieren. EMF5, dort zum Geisterorb. Wir haben halt auch noch keine Fingerabdrücke gefunden, ne? Noch gar nichts. Lass einfach probieren. Ich hab das auch die ganze Zeit gehört. War eingetragen? Warte. Jo. Ich hoffe. Ja, kriegen wir nicht mehr hin. Wir sind nur zu zweit. Ich hab keine gesehen, dann die haben die Tür zugemacht. Ja. Ja, hast recht. Ja, war ein Reitschuh. Ja, aber wir haben die ganze Zeit gerade nochmal drauf geguckt. Das waren nur 4 die ganze du Zeit. Du hast den schlechten Call gegeben. Ja. Ich hab keine EMF5.
Ja, war's auch nicht. Frag Rakim, wir haben auch nochmal drauf geguckt extra. Bei dem ersten Event hat er ausgeschlagen auf 3 und immer wieder auf 4 aufgeleuchtet. Ich weiß nicht, ob das schon direkt... Wir haben halt keine Fingerabdrücke und kein Dings gefunden und alles andere hat nicht mehr gepasst. Außer Box, die hatten wir dann getestet und dann hätte nicht sein können. Aber egal, haben wir geschafft. Wieder wenigstens ein bisschen Kohle, aber war meine letzte Runde für heute. Ja, ich bin auch raus. Kuss, danke. Ist heute ein bisschen 20 Minuten eher Schluss. Chat und Finsterblue, Dankeschön für den Prime-Sub im 19. noch und Lisanne, Dankeschön fürs Mitspielen. So, Donnerstag 16 Uhr, denkt dran. Dungeons and Dragons, guckt mir dabei zu, wie ich am Verkacken bin. Wenn Breeden nicht babysittet, as fuck. TV Total hat getwittert. Ach ja, TV Total kommt wieder zurück, ne? Aber ohne Raab. Für diejenigen, die ProSieben gucken. Wieder alles im Griff. Ohne Raab nicht worth, das stimmt allerdings. Aber vielleicht wird der doch gut. Vielleicht wird der doch gut. Hoffnung nie verlieren. Und ich hab Spätschicht. Bliert. Dienstag, Mittwochs ist frei. Ich mache jetzt die nächsten 2 Tage ein bisschen überarbeiten. Muss für Donnerstag noch das einstellen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, Alter, das Overlay und so. 16 Uhr wird eine Hausnummer. Aber auch Nachtschicht dann leider. Bliert. Ja, machen wir 20 Minuten eher Schluss. War ganz okay heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, Chat. Danke fürs dabei sein. Danke an Rakim, Nate und alles. Und wie viele Donnerstag? 16 Uhr. Nochmal. Fängt das schon an? Kommt wahrscheinlich eine halbe Stunde später, früher schon. Geht dabei so, ey. Erholt ihr euch gut, bleibt gesund. Dankeschön für den Support, danke für heute. Ich küsse eure Herzen, lasst euch nicht anquatschen. Seid lieb, wo immer auch ihr hingeht. Und gute Nacht. Okay? Bye-bye. Bye-bye. Bis Donnerstag. Tschüss.